Hallo, ihr Freunde der Schuppentiere und aller sonstigen Exoten. Ja, weiter geht's mit einem kleinen Quick-Tipp. Wie man vielleicht schon sehen kann, es geht hier jetzt um Verstecke, also einfache Verstecke, Halbschalenverstecke, wenn man so will. Ich habe ja schon mal ein Video zu dem Thema gemacht, da waren es halt Kunststoffverstecke, die natürlich auch ihre Vorteile haben, besonders wenn man es mit ein bisschen größeren Kollegen zu tun hat. So eine 2-Meter-Bohr, die brauchen natürlich einfach ein bisschen mehr Platz. In der Regel hat man irgendwann zwischendurch mal oder vielleicht auch gerade am Anfang eher, ja, sage ich jetzt mal, halbwüchsige Tiere. Da braucht man also ein bisschen kleinere Verstecke. Natürlich kriegt man auch gekaufte Verstecke, diese Plastik-Halbschalen-Verstecke, oder man baut hier aus irgendwelchen ja, Kunststoffbehältnissen selber. Ihr kennt das bei meinen Aufzuchtracks, dass ich so ja, Bekannte angewiesen habe, Eisschalen zu sammeln und dann daraus Verstecke gebaut habe. Es gibt aber auch noch andere natürlichere Möglichkeiten, die sich auch in Terrarien gut machen. Neben den Tonverstecken, die wir ja schon kennengelernt haben, von denen ich übrigens immer noch extrem Fan bin, ist eine tolle Sache. Gerade weil Ton einfach so ein geiles Material ist, ne? Also ihr könnt das richtig klatschnass machen, das saugt sich mit Wasser voll und gibt die Feuchtigkeit entsprechend auch ab. Also das speichert lange Feuchtigkeit, das hat viele, viele, viele Vorteile. Meiner Meinung nach sieht das optisch auch relativ gut aus. Man muss jetzt nicht unbedingt so eine Blumenpotte nehmen oder sowas, ne? Es gibt auch andere Tongefäße, die kann man im Grunde genauso aufflexen, ein bisschen mit Schleifpapier bearbeiten, die Kanten so ein bisschen brechen. Und dann hat man auch super Verstecke. Das geht auf jeden Fall, auch sehen dann halt ein bisschen anders aus, ne? Nachteil dabei ist natürlich, das war natürlich auch bei allen anderen so, wenn die Tiere dann mal drauf kacken sollten, dann muss man es auch richtig sauber machen. Ne? Das ist dann wieder nachteilig, dass das so gut Wasser saugt. Irgendwann reicht das möglicherweise nicht mehr und man braucht dann einfach was Größeres, irgendwie so ein Zwischending. Und da bieten sich hier so alte Dachziegeln an. Die kann man natürlich auch kaufen, kostet auch nicht die Welt, ist in der Regel deutlich billiger als alles, was man so an gekauften Verstecken bekommt. Wenn man ein bisschen Glück hat, kennt vielleicht Leute von irgendwelchen Baustellen oder jemand renoviert gerade irgendein altes Haus, da wird irgendwie das Dach neu gemacht, da kommt man immer ganz günstig an Dachziegeln ran. Das hier ist jetzt von meinem Onkel quasi, der hat ja so ein, hat ein altes Haus gehabt, was renoviert wurde, was abgerissen wurde, und die Dinger, da sind ein paar von angefallen. Ich habe die ein bisschen sauber gemacht. Gut, das ist halt so, diese Farbtropfen, die kriegt man nicht ganz weg. Aber ich habe mir da ein paar mehr von abgezogen. Perfekt. Solche Dachziegeln hier, die gibt es auch. Das sind auch, man muss halt immer gucken, wo man sowas herbekommt. Kann man aber theoretisch natürlich auch kaufen. Hat halt viele Vorteile, insbesondere, dass die natürlich hier super schwer sind. Also die Tiere werden die nicht so leicht hochdrücken können wie bei irgendwelchen Plastikschalen. Auch die raue Oberfläche, müsste man ja meinen, ist jetzt ein Nachteil möglicherweise. Also wenn ich jetzt hier Kanten breche, dann mache ich das natürlich, weil die durch das Abflexen relativ scharf geworden sind. Hier ist nichts scharf dran, ne, wenn man so will. Hat aber eine raue Oberfläche. Das hat auch wieder den Vorteil, wenn Schlangen sich häuten, dann reiben die mit ihrer Schnauze an rauen Oberflächen, um die oberste Haut quasi abzubekommen, ne, und dann häuten sie sich eben entsprechend. Also eine raue Oberfläche ist da gar nicht mal so schlecht für die Tiere. Ich finde es eine super Möglichkeit, zumal sowas auch ganz gut aussieht in einem Terrarium. Das ist ein bisschen natürlicher als das ganze Plastikzeug. Ich verwende das auch in einigen meiner Terrarien, teilweise sogar in Quarantäne-Terrarien, einfach weil zumindest jetzt bei so einer Dachziegel hier in dem Fall lässt sich das einigermaßen gut sauber machen, lässt sich gut steril und sauber halten. Finde ich also eine tolle Sache, kann man auch wunderbar behandeln, wenn da jetzt irgendwas sein sollte. Also ist für mich eine tolle tolles Übergangsversteck, und bei kleineren Lokalformen, ihr wisst, Bohrs, die 1,50 Meter werden, 1,20 Meter werden, was ein bisschen kleiner ist, da reicht dann manchmal so ein Versteck sogar schon, denn so furchtbar groß sind die Tiere dann meistens auch nicht. Ja, soll ja in dem Fall nur so ein kleiner Quick-Tipp sein. Vielleicht fallen euch auch noch Beispiele ein, was man so als Versteck nehmen kann. Könnt ihr ja ganz gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr da so nehmt. Was ich noch kenne, das sind so alte Apfelsinkisten, ne, wo dann eine Seite aufgemacht ist, wo man dann so eine Art Holzversteck hat.
Auch eine tolle Sache, solange die Schlangen nicht oben gerade aufs Holz drauf kacken. Ist es eine tolle Sache, weil Holz selber, man muss es wahrscheinlich ein bisschen abschleifen, dass die Tiere sich da nicht verletzen können, sich keine Splitter einfangen können. Aber Holz hat natürlich ähnlich wie Ton diese schöne Eigenschaft. Man kann es halt richtig schön nass machen. Das trocknet aus, da schimmelt normalerweise auch nichts, wenn das nicht Staunässe hat. Also wenn das frei steht, ist eine tolle Sache. Da können die Tiere sich oben drauf legen, da können die sich drunter legen. Das ist eine sehr schöne Sache. Habe ich leider nicht da, aber ich werde das irgendwann auch mal ausprobieren bei einem meiner Terrarien. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so nehmt. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar schöne Anwendungsbeispiele, wie sowas nämlich in den Terrarien dann im Endeffekt aussieht. Ich finde es gar nicht mal schlecht. Wird auch gerne angenommen. Also finde ich, ist ein sehr schönes Zwischending. Zwischen auf der einen Seite zweckmäßig und auf der anderen Seite optisch ansprechend. Habe ich jetzt mal als Anwendungsbereich ein etwas größeres Quarantäneterrarium. Ihr seht, es eine bisschen einfache Einrichtung. Diese Dachziegeln sind bestens geeignet als Verstecke, weil sie relativ schwer sind. Die Tiere können sich darunter verstecken. Also in der Regel kann man natürlich auch ein etwas kleineres Versteck wählen. Schlangen wollen es ja normalerweise ein bisschen länger haben. Aber im Zweifelsfall ist es auch gar nicht schlecht, wenn man ein größeres Versteck hat. Das Schöne bei den Dachziegeln ist eben, dass sie relativ schwer sind die eben nicht hochdrücken können im Vergleich zu den einfachen Plastikschalen. Hat viele Vorteile. Hier habe ich in dem Fall noch so einen künstlichen Kletterast eingesetzt. Der lässt sich relativ gut reinigen im Vergleich zu Echtholz. Ja, das einfach mal so als Anwendung. Also bin ich begeistert von den großen Dachziegeln in allen Formen. Ja, und hier ein weiteres Anwendungsbeispiel. Das sind jetzt diese kleinen Halbschalen, Blumenvasen, Tongefäße, wie auch immer. Wird sehr gut angenommen von meinen kleinen Stinkern. Ich muss mal auf der anderen Seite bringen. Also hier hinten, man sieht es, ne, die haben halt eben auch ein Versteck. Da sind die alle völlig begeistert von. Also es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wird halt super gern angenommen.